Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Quantus. Es gab ein Update und zwar sind wir jetzt in der Version 1.6. Was ist neu in der Version? Also mir ist aufgefallen, dass diese Kalksteinkamm hier an der Position auf jeden Fall neu ist. Wir hatten vorher hier den Kalksteinkamm. Ja, das hat sich vom Format ein bisschen was geändert. Also die Positionen haben sich etwas geändert. Was neu ist, ist, dieser Wachturm ist jetzt zu erreichen. Und ich habe schon beim anderen YouTuber gesehen, dass man, um diesen Wachturm zu besiegen, braucht man auf jeden Fall eine gute Rüstung. Eine M16 oder eine AK-47, um die Massen an Zombies zu töten. Und dann eine Brechstange, um das Tor aufzubrechen, und dann braucht man auf jeden Fall auch noch den Stromgenerator, um den Wachturm frei zu beziehungsweise in Gang zu bringen. So, dann schauen wir mal, welche Ressourcen brauchen wir für den Stromgenerator. Stromgenerator, wo bist du? Hier ist er. Wir brauchen Schraubenschlüssel, haben wir nicht. Aluminiumbarren haben wir nicht. Bolzen haben wir noch. Und was haben wir hier? Das ist eine Eisenplatte. Da müssen wir mal gucken, wie wir die herstellen können. Erstmal lernen wir, den Stromgenerator zu bauen. Also apropos Schraubenschlüssel, mir fehlt beim Säurebad nur noch ein Schraubenschlüssel. Jetzt brauche ich noch 5 weitere. Falls ihr wisst, wo man Schraubenschlüssel leicht farmen kann, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Also ich habe bisher meine Schraubenschlüssel mehr zufällig gekriegt. Mal im Bunker, mal woanders. Gucken wir mal. So, ja, hier hat sich auch ein bisschen was geändert. Im Inventar ist es alles etwas kleiner geworden. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir was ablegen können. So, hier packen wir jetzt erstmal. Ah, okay. Bei den Rezepten wollte ich noch mal schauen. Ja, Kupferbarren. Kupfer zu Kupferbarren. Okay, also kann man anscheinend Kupfer finden. Aber wo? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hinterm Wachturm. Aluminiumbarren, Eisenbarren. Okay, dann muss man wahrscheinlich die. Das will ich jetzt hier nochmal gucken. An diesem Teil hier, an der Werkbank. Jawohl. Okay, also nochmal. Also Eisen wird zu Eisenplatte und Eisenplatte wird zu Nägel. Dafür kriegt man dann 2 Nägel aus einer Eisenplatte. Okay, hat sich einiges verändert. Stahl wird man jetzt auch anscheinend irgendwo finden können. Okay, dann ist es ja relativ einfach, Stahlplatten zu bekommen. Die 1:1 Entwicklung. Wir werden jetzt erstmal was trinken. Da trinken wir gleich noch was. So, dann werden wir das Leder mal aufteilen und raufhängen hier. Nee, erst das Leder rein. Dann das Leder wieder raus. So, und hier das gleiche. Leder rein, Leder raus. So. Jetzt haben wir ein bisschen Leder. Wir werden mal gucken, dass wir das Holz zu Holzbarren, nicht Barren, Holzbalken verarbeiten können. Und die Holzbalken zu Holzkohle. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier oben können wir, glaube ich, noch ein bisschen Klebeband verstauen. Was haben wir denn noch, was wir loswerden können? Eigentlich nichts.
So, hier haben wir Fleisch aufteilen. Nee, hier wollte ich rein. Nochmal Fleisch. Endlich mal wieder was zu essen. So, hier jetzt noch mal ein bisschen Holzkohle herstellen. Hat sich hier was verändert an den Rezepten? Nein, hier hat sich nichts verändert. Alles wie gehabt. So, aber hier können wir jetzt noch ein paar Balken reinhauen. Und hier machen wir auch noch mal. So, haben wir mal hier wieder ein bisschen Karotten. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte, dass die Werkbank habe ich fast fertig. Oh. Tja, dachte ich mir, dass ich sie fast fertig habe. Stahlplatten waren doch vorher nicht. So, ich pausiere mal kurz die Außenaufnahme. Hallo, da bin ich wieder. Ja, es hatte bei mir geklingelt, deswegen musste ich kurz rangehen. Also, ich dachte, ich habe die Waffendrehbank gleich fertig und jetzt sehe ich, Stahlplatten brauche ich. Ich hatte gedacht, mir fehlt nur noch der Schlüssel, die gab es vorher gar nicht, die Stahlplatten. Aber die haben die jetzt eingefügt und jetzt muss ich mal zusehen, ob ich irgendwo Stahlplatten herstellen kann. Wo habe ich denn mein Eisen? Irgendwo habe ich Eisen, da bin ich mir sicher. Pinkeln muss ich. Nägel. Hier haben wir schon mal ein bisschen Eisen. Und hier haben wir noch Erz. Pinkeln wir denn mal hin? Hier. So, jetzt fangen wir an zu stinken. Dann müssen wir uns duschen. Ah, die leeren Flaschen haben wir jetzt leider verschenkt, egal. Wir wollen Stahlplatten herstellen. Dazu werden wir jetzt hier erstmal aufteilen. 20 Minuten für eine Stahlplatte, um ein bisschen Zeit zu sparen, werden wir hier nochmal. Ich habe ja noch eine Werkbank. Ach, apropos, was auch neu ist. Hier ist die zweite Werkbank. Was mir aufgefallen ist, und zwar müsst ihr beim Bunker Alpha jetzt den Code wieder eingeben. Das war ja vorher so, dass man einfach, wenn man den Code wusste, konnte man hingehen und brauchte ihn nicht mehr eingeben. Das ist jetzt wieder anders. Jetzt muss man ihn eingeben. Oder es
kann sein, dass man nur, wenn man den Code nicht weiß, man den eingeben muss. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Das werden wir gleich feststellen. Ich werde nämlich gleich. Oh, wie schön groß ist denn hier diese Kiste? Wie kommt das denn? Ist der Unterschied so groß geworden? Sind die alle so groß? Ja, tatsächlich, die Kisten sind viel größer geworden. Na, das ist ja mal Luxus. Was tun wir jetzt hier rein? Die Nägel, das Erz, die Balken. Ach, hier haben wir auch noch ein bisschen Eisen. Dann werden wir das auch noch mal umwandeln in Stahlplatten. Weil wir brauchen noch weitere Stahlplatten für das Säurebad. Werde ich euch jetzt noch mal zeigen. Säurebad. Hier 25 Stahlplatten. Und hat sich beim Shopper was verändert? Nein. Wir brauchen noch 6 Motorteile und ein Rad. Ja, der Bunker Run, der ist jetzt ganz aktuell. Ach so, ja. Die Schnüre, hier das Seil brauche ich auch nicht. Das werden wir auch mal ablegen. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Dosen mit zum Essen. Essen kann man nie genug dabei haben. So, den Code habe ich mir aufgeschrieben. Dann auf zum Bunker Alpha. Ja, was sich auch verändert hat, der Bunker Alpha ist jetzt nicht mehr 3 Tage offen, wenn man ihn geöffnet hat, sondern 2 Tage und dann kann man wieder neu rein. So, jetzt überlege ich, soll ich vorher noch mal hier vorbeischauen? Macht, glaube ich, Sinn. Noch ein paar Steine eventuell, Felle mitnehmen. Mal schauen. Wobei, ich habe jetzt dummerweise keine geeignete Waffe, aber die kann man sicher schnell herstellen. Ein Speer ist ja ausreichend für diesen grünen Bereich. Naja, um jetzt an die neuen Ressourcen zu kommen, wie zum Beispiel Kupfer oder Stahl, muss man sicherlich den Wachturm besiegen und dann in die entfernteren Regionen vorstoßen. Wir brauchen unbedingt Holz. Wir wollen diesen Hammer nicht verbraten. Der ist zu wertvoll. Naja, hier ein bisschen können wir auch mitnehmen. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Eisen. So, ich brauche Holz. Holz brauche ich. Ich sehe kein Holz. Bäume sind da. Dann werden wir den jetzt doch mal angreifen hier. Wir müssen ein bisschen. Liegt hier denn kein Holz rum? Ach, das ist blöd. Dreimal Kalkstein haben wir jetzt. Jetzt bräuchten wir noch 3-mal Holz.
Hier, Eimer Holz ist da. Nichts, was wir... Ach doch, Bolzen können wir eventuell doch brauchen. So, was ist jetzt hier mit dem Holz? Ach, da liegt ja noch eins. Ich muss, glaube ich, mal meine Bildschirmhelligkeit hochdrehen. Da sei mir hier alles zu dunkel. So, ich gucke mal kurz. Einmal Holz fehlt mir noch, dann könnte ich... ein Beil herstellen. Ach, da ist ja eins. Super. Okay, dann jetzt erstmal ein Beil. Dann machen wir noch einen Baum fällen. Oh, geht nicht. Ja, dann müssen wir erst was ablegen. Was legen wir ab? Das legen wir ab. Nee, wir legen das hier ab. So, dann fällen wir einen Baum. Jetzt haben wir genug Holz, um einen Speer herzustellen. So, die Waffe. Die Waffe legen wir mal ab. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ich muss noch mal kurz pausieren. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz ein Telefonat entgegennehmen. Ja, ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, die Videos unterbreche während der Aufnahme. Ich habe jetzt hier ein bisschen weitergespielt. Ich habe in einer Truhe, habe ich hier noch so einen Baseballschläger gefunden. Ja, also ich bin jetzt so weit durch. Ich habe, glaube ich, ja, was habe ich gefunden? Ein Klebeband, ein bisschen Erz. Ich könnte eigentlich nochmal hier versuchen, den Hirsch zu töten. Ein bisschen Felle zu bekommen. Man soll ja jetzt, ich weiß noch nicht genau, wie das geht, auch wenn man dann im Norden ist, braucht man wärmere Kleidung, weil da scheint wohl es etwas kühler zu sein, so dass man auch sich, wenn man sich verkühlt, wahrscheinlich Lebenspunkte verliert, so wie man, wenn man am Verhungern ist. Und ja, ich kann euch das gleich mal zeigen hier. Die Kleidung, die da neu dazugekommen ist. Hier, die Fellmütze. Dazu braucht man Fell. Felljacke, Fellhose, Fellschuhe. Ja, wie man genau an das Fell kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, ich habe was. Hier steht Tierhaut. Vielleicht kann man die Tierhaut an einer es gibt ja so eine Schneidemaschine, wo man den Stoff herstellt. Vielleicht kann man da die Tierhaut zu Fell verarbeiten. Das wäre eine Option, weil ansonsten würde mir gar nichts einfallen, wo man die sonst herstellen könnte. Muss ich gleich mal nachschauen. Aber erstmal geht es jetzt hier in den Bunker. Ja, ich denke, die Folge ist jetzt lang genug.
Ihr wisst ein bisschen was jetzt neu ist in der Version Beta 1.6. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mit dem Bunker Alpha und dann vielleicht nochmal im Dorf, wenn ich rausgekriegt habe, wo man das Fell herstellen kann. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.